Hui, ich bin ja schon live. Hello, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Mal die Brille ausziehen, wie die falsche hier an. Mit dickem Pulli, normalerweise Zeichen, dass ich in Deutschland bin, aber wir sind tatsächlich auf Zypern. Ist ganz interessant. Wir hatten da die letzten Tage noch so die Rede. Insbesondere meine Personal Trainerin und ich hatten wann war das, am Dienstagmorgen beim Training so uns ein bisschen drüber amüsiert. Du siehst gerade ganz genau hier auf Zypern, wer hier lebt und wer als Tourist hier gerade unterwegs ist. Woran diejenigen, die gerade mit, ich sage jetzt mal, klassischer Winterkleidung hier rumlaufen, kannst du davon ausgehen, das sind diejenigen, die hier wohnen, die hier leben und diejenigen, die einfach hier gerade, auch wenn keine Hauptsaison ist, zum Urlaub sind, die siehst du auf der Straße, kurzärmelig, mit Short. Also krasser Unterschied. Ich habe mich auch so daran erinnert, vor 3 Jahren, als wir zum, also als wir. Wir sind ja jetzt seit 3 Jahren hier. Wir waren ja das Jahr zuvor auch schon mal hier, um uns die Insel anzugucken. Aber seit 3 Jahren leben wir ja tatsächlich hier oder sind überwiegend oder viel hier. Haben die Basis hier, sag ich mal so. Und ich kann mich so gut daran erinnern, als ich morgens am Strand damals zum Spazieren, zum Joggen war, wie ich das jeden Morgen mache, wenn wir hier sind. Da habe ich mich immer gewundert, wenn ich Einheimische gesehen habe, mit einem dicken Mantel, mit einer Mütze, langbeinige Hose oder zumindest dicken Pulli. Und ich bin da vorbeigelaufen mit, ja, Short und kurzärmeligen T-Shirt. Ich habe das damals auch als warm empfunden. Und weiß noch, dass so die ein oder andere aus unserem Umfeld zu uns gesagt hat, also wenn es in Zypern 20 Grad ist, dann ist hier Winter. Und das war so unser Thema die Woche, weil meine Personal Trainerin auch sagt, oh, ich friere gerade so. Wir haben jetzt tatsächlich hier gerade heute insbesondere gerade mal nur so 20 Grad gehabt. Gegen Abend hat es auch hier heftig angefangen zu regnen. Es regnet gerade draußen ziemlich. Und das hier ist tatsächlich so der absolut einzige Winterpulli, den ich noch habe. Den hatte ich mir im letzten Dezember, als wir Anfang Dezember in Deutschland waren, wo ich so unendlich gefroren hatte und wir da auch noch auf Weihnachtsmärkten unterwegs waren, bin ich tatsächlich mal ins Geschäft und habe gesagt, ich muss mir jetzt mal noch einen Pulli kaufen. Ich weiß nur, wir waren abends noch irgendwo eingeladen, wo wir am Tag zuvor in der Wohnung waren und ich da schon so die Temperatur gecheckt hatte und gedacht habe, wenn wir da morgen Abend sind, ich muss noch einen dicken Pulli haben. Ist also tatsächlich so der einzige dicke Pulli, den ich überhaupt besitze. Mehr brauche ich auch nicht, weil wir eh geplant haben, so die nächsten, naja, so 2, 3 Wochen, 3 oder maximal 4 Wochen werden dann auch eher sein. Dann fliegen wir eh ins Warme. Aber da habe ich heute tatsächlich gedacht, komm, was soll's? Zieh den dicken, kuscheligen, warmen Pulli an und man passt sich total an. Man passt sich total so an das Umfeld an. Ist ganz interessant. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Rein mal so metaphorisch gesprochen. Wenn wir mal einen kleinen Ausflug in die Kindheit machen. Du als kleine Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige auch noch. Wenn du auf den Spielplatz gegangen bist, warum bist du da hingegangen? Um zu spielen, um Spaß zu haben, um Freude zu haben. Du bist in den Bereich vom Spielplatz gegangen, wo es dich hingezogen hat, egal ob da noch andere waren oder nicht. Wenn du einfach Lust hattest, auf der Rutsche zu sein, dann warst du auf der Rutsche. Wenn du Lust hattest zum Klettern, dann bist du zum Kletterhaus gegangen. Und wenn dir das nicht mehr gefallen hat, dann hast du einfach den Ort gewechselt, richtig? Das machen wir als Kinder ganz instinktiv. Mit anderen Worten, jetzt mal so ein bisschen pauschal ausgedrückt, wenn uns das Spielfeld
nicht mehr gefallen hat, dann haben wir das Spielfeld verlassen. Macht letzten Endes auch jeder Fußballspieler, wenn ihm das Spielfeld nicht mehr gefällt, verlässt er das Spielfeld. Und jetzt mal rein metaphorisch gesprochen. Radikal ehrlich zu dir selbst sein. Mit den ganzen Prägungen, die dann im Laufe der Jahre über uns gestülpt wurden, haben wir gelernt, uns auf dem Spielfeld aufzuhalten, auszuharren im wahrsten Sinne des Wortes, wo es uns überhaupt nicht mehr gefällt. Und erzählen uns gleichzeitig die Geschichte, das Leben ist halt so, ich kann das ja nicht ändern, ich muss da halt einfach durch, Augen zu und durch oder auf die Zähne beißen, eines der Gründe, warum auch viele Zahnprobleme haben, auf die Zähne beißen und durch. Ja? Wir können unserer Sprache immer so viele Dinge entnehmen. Das ist eine natürliche Anlage in uns, was wir als Kinder niemals gemacht hätten. Ein Kind, auch du als kleine 4-, 5-Jährige, wenn du keine Lust mehr hattest, mit der Barbie-Puppe oder mit dem Kaufhaus zu spielen, dann hast du das Spielfeld verlassen und bist dahin gegangen, was dir Freude gemacht hat. Du hättest niemals gesagt, mir gefällt das jetzt nicht mal hier mit der Barbie-Puppe zu spielen, aber rundum spielen halt alle mit einer Barbie-Puppe, ich muss da aushalten. Macht natürlicherweise kein Kind. Hast auch du nicht gemacht. Ich will dich damit nur mal ein bisschen wachrütteln. Was wäre, wenn alles andere doch für dich möglich wäre? Was wäre, wenn es tatsächlich nur eine Geschichte wäre, die du, weil das im Umfeld so üblich ist, weil das bis eben noch so gesellschaftskonform ist, weil du begonnen hast, das zu glauben, wo hast du bis eben noch metaphorisch auf dem Spielfeld in deinem Leben aus, privat oder auch beruflich oder vielleicht sogar beides, und ahnst gleichzeitig auch, wenn du radikal ehrlich zu dir bist, die ein oder andere Disharmonie, die dein Körper dir schon schickt, in Form von Krankheitssymptomen oder was auch immer. Ich nenne es lieber immer Disharmonie pauschal und glaubst, du kannst nichts dran ändern. Wie wäre es, wenn du dir mal die Frage stellst, was, wenn doch viel mehr wirklich zum jetzigen Zeitpunkt für mich möglich wäre und ich mal diese Geschichte, die ich mir bis eben erzähle, das ist halt so, das Leben ist halt eine harte Schule, ich muss das halt machen, weil ich kann da keine andere Entscheidung treffen oder was, whatever dein Kopf dir da erzählt. Was wäre, wenn du dir diese Frage einfach mal stellst, wenn das alles nur interessante Geschichten wären, die du dir erzählst, die du bis eben sogar glaubst? Und ich kann dir eins sagen. Die Dinge, von denen du heimlich träumst, die Dinge, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und mal ein Blatt Papier nimmst, wenn alles für mich möglich wäre, wie hätte ich es denn gerne, wirklich, beruflich, privat, gesundheitlich? Die hast, kannst nur du auf deine eigene Art und Weise zu Papier bringen. Das heißt, die kommen aus deinem wahren Selbst, aus deinem Herzen, aus deiner Seele, vom Universum zu dir, von deinem Higher Self, ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz geben möchtest. Und die kommen und fließen auch nur aus dir heraus oder sind in deinem Mind, in deinem Kopf, weil das authentisch du selbst in deiner Seelenessenz bist, wo Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Das heißt mit anderen Worten, in diesem universellen Feld ist alles, alles, alles für dich vorbereitet. Ist das Leben, wie du es wirklich gerne hättest, schon da? Du darfst dir nur erlauben, es noch in dein Leben zu lassen. Nochmal,
die Dinge, von denen du bis eben träumst, wenn du das mal alles ad acta legst, die Geschichte, wenn du radikal ehrlich bist, wo hast du bis eben noch aus, metaphorisch gesprochen, auf welchem Spielfeld stehst oder sitzt du noch und harrst aus, beruflich oder auch privat oder auch beides? Und du stellst dir mal die Frage, wie will ich selbst es wirklich gerne haben? Und auch gleichzeitig, was, wenn es doch möglich wäre, was da aus deiner Feder kommt, das kommt aus deinem wahren Kern, aus deinem wahren Wesen, aus deinem göttlichen Kern, aus dem, was dich in deiner Seelenessenz ausmacht, wo Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Und das ist alles im universellen Feld schon für dich vorbereitet. Du darfst dich nur dafür entscheiden, diese Dinge in dein Leben zu lassen. Und dann können ganz schnell Dinge sich ändern, dann können ganz schnell Dinge geschehen, die wir vom Kopf her als Wunder bezeichnen, wo wir dann zurückblicken und denken, wow, auf welch wundersame Art und Weise konnte ich meinen Weg gehen, habe ich die Entscheidung getroffen. Hab eine Schranke nach der anderen aufgemacht, eine Tür nach der anderen hat sich geöffnet und ich bin auf der Bühne meines Lebens angekommen. Und habe all die Menschen, die mir am Herzen liegen, die ich gerne dabei hätte oder gehabt hätte, Familie, Schatzilein, Partner, Kinder, wer auch immer das bei dir ist. Und hab alle mit im Boot. Was für ein Wunder, wie sich das alles gefügt hat. Kleine Ermutigung für dich. Und wenn du die genaue Anleitung dir holen möchtest, damit du in diesem Jahr auch wirklich diese wundersamen Dinge kannst geschehen lassen, sprich zu deiner Lebenswirklichkeit lassen möchtest. Wirklich das Spielfeld, wo du bis eben noch ausharrst, verlassen möchtest und genau wissen möchtest, was deine Seelenessenz ist, was deinen Körper, deinen Geist und deine Seele in Einklang bringt, was wirklich deines ist. Dann bin ich definitiv die richtige Mentorin an deiner Seite. Du findest in der Bio irgendwo in der Nähe von dem Video oder ich kann es dir hier auch gerne nochmal sagen, irmgard-bronder.de/Begleitung. Verschiedene Möglichkeiten, wie wir da gemeinsam starten können, wie ich dich begleiten kann. Schau es dir an, lausch auf den ersten Impuls, was sich da jetzt für dich am stimmigsten anfühlt. Du kannst immer da starten, wo du gerade stehst, aber starte, triff eine Entscheidung. Du musst nicht weiter im Spielfeld ausharren, um es nochmal metaphorisch auszudrücken. Und ja, wenn du unsicher bist, was das Richtige für dich ist, du findest da auch einen Link, wo du dir erstmal ein Gespräch buchen kannst am Telefon, wo wir erstmal schauen, wo stehst du, wo möchtest du überhaupt hin, sodass wir dir eine Empfehlung geben können. Und dann, let's go, lass uns gemeinsam durchstarten in das freie Leben, was im universellen Feld schon für dich vorbereitet ist. Du darfst es nur noch empfangen. Okay? In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis dann. Danke für dein Sein. Ciao, ciao.